Moving out. Rolling. Base under attack. Moving out. Doppelgemoppelt hält besser. Base under attack. Moving out. Okay, das. Ach, die sind im Kreis geflogen. Base under attack. Kometkamera. Witziges Ding mit Raketenkamera. Ich hatte ja irgendwann mal, als ich klein war, Earth Siege gespielt. Das allererste. Und später auch den zweiten Teil. Und in beiden Teilen gab es die kameragesteuerten Raketen. Ich habe nie wirklich begriffen, wie die funktionieren, bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, die zu benutzen. Ich habe so viele Hörks damit abgeknallt, Alter. Vater. Moving out. Okay, irgendwas habe ich getroffen. Ja, Daybreaker. Gut, musst du halt das trojanische Kometendings reinschleppen. Oh, schade, das Kraftwerk verpasst. Satellite activated. Unit complete. Moving out. In transit. Moving out. Moving out. Satellite activated. Base under attack. Unit lost. Einer meiner Nightingales ist explodiert. Scheiß drauf. Nav.cca base, please. Ich werde Daybreaker da hinten reinschmeißen, um mich damit ein bisschen zu etablieren. Ich nichts erfassen kann. Warum bin ich überhaupt rangefahren, ich Volltrottel? Ich kann die fucking Daybreaker von hier hinten ausschmeißen. Bin so blöde. Aber ich sehe, meine Transporter sind schon auf dem halben Wege in die feindliche Basis. Ich muss diese blöde Landhydraulik da loswerden, die sich Artillerie schimpft. Mich nervt, dass ich jedes Mal, wenn ich T drücke, dieses blöde Ding anvisiere. Wie soll man denn so in Ruhe irgendwas... Fuck it. Moving out. Moving out. Deploying troops. Moving out.
Offensive unit lost. Deploying troops. Ich kann nichts anwesend, offensive aber irgendwie kann ich mit denen überhaupt nicht sehen. Lost. Offensive Unit lost. Ich kann nichts anvisieren. Die Gebäude sind nicht existent für mich. Offensive Unit lost. Offensive Unit lost. Offensive General, Unit General, Grizzly One has lost. Eliminated the CCA recycler. Offensive Unit lost. Geschafft. Und weiter geht's. Red Storm, 7 von 8. Steel Converse Route Plans from the Communication Tower. The Storm come up before it reaches CCA base. Let's go. Ouch. Musste mal in das Fenster schließen. Wurde langsam kalt hier drin. Good morning, Major. The People's Republic bids you welcome to its proposed colony of Europa. A Russian convoy is due through here any minute now. We are unaware of which route they will take. We have obtained a Russian uniform for you and altered your sidearm to hold far more sniper rounds. Make your way to the Russian Fiend's communication tower and steal the information we need. Zwei sniper rounds, das nennen sie mehr. Enhanced regenerative ammo, advanced AK-59 assault rifle, anti-tank rocket launcher. Go to the comm tower and steal the route into for the APC convoy carrying the stolen Pegasus portals. Komm mal, Mann. Aber das mit den mehr Sniper Rounds kann man verstehen, dass man das in dem Original gemacht hat, weil man hat ja nur immer drei Schuss. Und ohne Fahrzeug kann man die halt nicht wieder aufladen. Und hier ist gerade kein Fahrzeug. Wobei auch als USA muss man das machen. Und so gehe ich in den Comm Tower und klaue Pläne. Excellent. The party will reward you well for your bravery. From the information you have found, we see that the convoy will be using the Eastern Bridge. There are explosives hidden in some crates near the path they will take. Wait for the convoy and determine which vehicle is carrying the fragment of our property. As it passes the crates, use your sniper rifle to detonate the crates. Don't miss! The glory of the People's Republic is at stake. Ein Fahrzeug wäre nett. Kann ich mir den da oben schnappen. Wenn ich Pech habe, muss er sterben. Warum habe ich eine deutsche Flagge auf meinem Gewehr? Ich weiß, es ist nicht die deutsche Flagge. Es sind einfach nur eine rote und eine gelbe Anzeige und das da drüber sieht einfach schwarz aus im Schatten. Aber wenn man so guckt, sieht aus wie eine deutsche Flagge.
dass sie so viele russische Soldaten hier draußen rumrennen haben. Fucking fassungslos. Ich meine, das Gewehr im Original hat sich natürlich auch mal wieder aufgeladen. Oh, das ist natürlich nicht schön. Kann auch sein, dass ich das auf dem Radar gesehen hatte, den Geschützturm, und der sich erst jetzt hier hinbewegt hatte, als ich den Kontakt verloren habe. Für einen Flanker sah das halt einfach ein bisschen ungelenk aus, das Ding. Das erinnert mich so ein bisschen an das eine Remake von Carrier Command. Nicht das, was ich gespielt hatte für das Let's Play, sondern das andere Ding, was da vorgekommen ist. Das blablabla, bla bla, irgendwas mit Gaia oder so. Da haben sie auch Missionen eingebaut, wo man unterwegs ist zu Fuß in irgendwelchen Gebäuden und in den unterirdischen Schienenkomplexen zwischen den Inseln. Und ja, man hat auch nur ein Gewehr da in dem Spiel. Ich glaube nicht mal Munition oder so, sondern einfach nur das Gewehr und unendlich Munition. Und es war langweilig. Es war unglaublich langweilig gemacht. Der einzige Grund, warum ich das Game nie durchgespielt habe, war, weil es einen extremen Bug gab, der sogar bekannt war. Man muss an einer Stelle, glaube ich, irgendeinen Gegenstand in einen Vulkan schmeißen oder sowas ähnliches. Und ja, das war halt buggy. Das Spiel hat das nicht akzeptiert, wenn man das gemacht hat. Dann nicht mal lang, also lassen wir den Geschützturm einfach Geschützturm sein, wir halten die Raketen. Alter, schon wieder einer von denen? Wenn ich wenigstens mal von einem Flanker angegriffen werden würde. Ich meine, beim ersten Mal, als ich so eine Mission hatte, wo ich da rumrennen musste und... Da habe ich auch einen angegriffen, aber da hatte ich die Sniper-Munition verheuzt und dann auch den Dings weggeschossen. Im Nachhinein eine blöde Idee gewesen, aber was soll man machen? Da müssen wir halt immer noch funktioniert. Gut, dass sie einem genug Zeit gegeben haben, da hinzulaufen. Der Geschützturm könnte ein Problem werden. Ah, fuck. Ein Sniper. Blup. Wenn die knien, müssten sie am Snipen sein. Oh, wo kommt das denn da? Manchmal ist es ganz schön, dass Spiele konsequent mit ihren durchlaufenden Systemen sind. Manchmal ist es aber auch schön, wenn sie einige verbessern oder Spielmechaniken einfach wieder kippen, die einfach nur scheiße waren. Einer davon ist zum Beispiel, dass das Scharfschützengewehr in diesem Teil, also in Battlezone 2,
wieder auflädt, was dem Mod natürlich zugute kommt, weil die Mod jetzt halt nachladende Scharfschützengewehre zur Verfügung hat. Gegenüber dem ersten Teil, wo man nur begrenzt Munition hat und jedes Mal ein Fahrzeug ein- und aussteigen muss für mehr Munition. Wie haben wir sie die Sprengkiste haben. Naja, und eine andere Mechanik damals in Homeworld war das Kampfjets. Ich glaube, Korvetten nicht. Obwohl, ich glaube, Korvetten schon. Die brauchten Treibstoff. Ich meine, das war eine Game-Mechanik, die so intensiv eingepflegt worden ist im ersten Teil, dass eine ganze Fraktion auf Tankschiffen beruhte. Ich meine, die im Garten von Kardisch, wenn man da ankommt, kommen diese riesigen pilzförmigen Mutterschiffe und diese ganzen kleinen Jäger an. Die Jäger sind scheiße. Meine eigenen Jäger machen die alle. Aber die haben halt Korvetten, kleine Fregatten dabei, die als Tankschiffe dienten. Einfach nur, um die Jäger ständig mit Treibstoff zu versorgen, damit die kämpfen können. Die benutzen halt Schwärme von diesen Fliegern. Und, ja. Eigentlich haben die auch diese Multistrahlfregatten, die sehr geil sind. Aber. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Snap hat mich, das Arschloch. Aber ja, diese Tankgeschichte haben sie halt rausgenommen im zweiten Teil. Da haben sie natürlich auch statt einzelne Jäger, haben wir dann einfach gleich Schwadronen produziert, weil ich sehr cool fand. Das hat alles viel einfacher gemacht. Aber ja, aber da es dann ein Remake gab vom ersten Teil, basierend auf der Grafik-Engine vom zweiten Teil, ich brauche keine weiteren Gegner-Schlüssel-Sniper hier. Oh, ich glaube, der Konvoi ist gerade aufgetaucht. Oder warum hat das Spiel gerade gestoppt? Das sah aus, als hätte irgendwas hart geladen. Ja, wie gesagt, sie haben im zweiten Teil diese Treibstofffunktion rausgenommen, dass man da halt nichts mehr tanken muss. Und dann haben sie ein Remake des ersten Teils auf Basis der Engine des zweiten Teils gemacht und diese Mechanik übernommen. Das hat eigentlich auch dazu geführt, dass die ganzen Tankschiffe von den Garten von Kardisch komplett nutzlos geworden sind. Weil die, wenn ich mich nicht ganz irre, nicht meine beschissene kleine Piedelwaffe an Bord hatten, sondern einfach nur dafür da waren zu tanken und reparieren. Ich meine, theoretisch konnten sie die Jäger immer noch reparieren, glaube ich, aber... Die Jäger hatten halt alle keine Treibstofffunktionalität mehr. Das ist auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite, was soll's. Und die eigene Reparaturkorvette und die Reparaturfregatte haben jetzt auch nicht mehr so wirklich die Funktion, dass die Jäger auftanken, sondern nur noch Reparaturen durchführen. Und ich glaube, die Korvette macht nicht mal mehr Reparaturen. Außer mit ihren Nanostrahler, mit denen sie halt Sachen aktiv beschießen kann. Gut, wo ich jetzt die ganzen ausgeknipst habe, sollten wir nochmal im Speichern. Alter. Sacksau, schleicht sich einfach an. Da haben wir den Konvoi. You honor yourself in the People's Republic, Major. Now that the Russians have no trace of the Pegasus device, they cannot build their own. Now return to the drop zone as quickly as possible. Ich kann keine Piloten rausschießen, das ist ja nervtötend.
Aber warum ausgerechnet der Extraktionsbeacon bei der feindlichen Basis ist, verstehe ich auch nicht. Zumindest sollten mir keine feindlichen Einheiten mehr auf den Sack gehen. Außer dem Geschützturm, den ich überstehen lassen habe. Habe ich einen feindlichen Flieger? Was ist das? Fels einfach nur, der aus der Nase rausguckt. Alter! Da ist der Geschützturm wieder, wenn das derselbe ist. Ja, ist derselbe. Oh, da oben links ist aber noch ein weiterer. Egal, ich gehe geschwind zwischen den beiden hindurch und kann sie ignorieren. Ich bin erst Backups. Ich bin in Quake-Techniken des Springs und Schießens ausgebildet. Ihr könnt mich mal. Ohne Witz, das erinnert mich immer wieder an Quake, wenn ich das mache. Ach, das waren noch Zeiten mit Äxten auf Gegner einschlagen und dabei krepieren. Okay, wer in Quake out of ammo geht, der hat aber auch selber Schuld. Eine Rakete übrig. Sie ist also nicht zielsuchend, nur wenn ich halt direkt auf dem Ziel drauf bleibe mit meinem Ding. Aber ich wusste nicht, ob ich gegen den Berg schieße dabei, deswegen wollte ich ein bisschen hochziehen. Und ja, habe die Rakete ins All gefeuert. Was für ein beknacktes Wegpunktsystem die hier haben. Geh nach ganz links, damit du ganz nach rechts dann anschließen laufen kannst. Anstatt ich da einfach drüber klettere und beim Elefanten wäre.
hier nicht meine Renntaste einbauen können. Hm? Irgendwo Pinselkopf, da schießt gerade mal ein Elefant. Die warten extra auf mich, die Jungs. Ach, ist doch schön, Kameraden zu haben. Das macht man aber nur bei Leuten, die auch Wert haben, glaube ich. So, wo sind meine Javas? Stars and Stripes, 10 von 17. Escort a tax carrying the fuel artifacts to the launch pad site. We beat the Soviets to the relics. Oh. And finally took the upper hand. Now came our move to fully take advantage of our newfound prize. Ich erinnere mich. Wenn ich mich nicht ganz irre, wird einer von den Tugs abspenstig und haut ab. Tritt zu den Russen über oder ist sogar ein russischer Agent. It's imperative that we get the relics off Io and back to our engineering facilities on Mars. Your platoon will escort the transports from the base to the launch pad. I've attached some tanks from the 8th platoon to your command. Convoy will follow the nav beacons, so you may... Die hätten mir für die Mission wenigstens eine fucking Nightingale geben können. They want to take your forces to scout ahead. Leon! Moving out! Haben wir denn hier überhaupt? Grizzly 2, ein Wolverine und Thunderbolt. Was greift jetzt schon wieder meine Leute an? No mercy! Eat dirt, Commie Pico! No mercy! Eat dirt, Commie Pico! Leon! Kann nicht sehen, was das da hinten ist, aber das ist übrig. Erstmal eben. Grizzly 1, one of the transports is breaking from its pre-programmed path. Farewell, bourgeois imperialist peaks! Ach, das ist eine Artilleriekanone. Larkin? What's with the accent? Hey, he's stealing the transport! That bastard's a mole! Grizzly 1, pursue transport 3 with extreme caution. It is essential that we hold transports 1 and 2. Repeat, do not lose transports 1 and 2. Arken, du Sack. Commander, do not attempt to recover transport 3. Repeat, do not attempt to recover transport 3. Sky High detects a massive CCA force in that area. Protect the other two transports. We detect heavy forces ahead, Commander. We're stopping the convoy till the path is clear. No mercy. Eat dirt, Commie Pico. One of the transports has been destroyed. Commander, this convoy is a disaster. It's not enough. The CTA stole one of the Furies. You've got to go and let them blow another one up. Unit no mercy. Lost. Unit lost. So geht's schneller. Okay, ich muss den ignorieren. Und ich muss die dämlichen Artilleriekanonen wegmachen.
Ich meine, die erste kann ich theoretisch ignorieren, da fahren sie vorbei, aber die andere, die wird ein Problem. It's imperative that we get the relics off Io and back to our engineering facilities on Mars. Your platoon will escort the transports from the base to the launch pad. I've attached some tanks from the 8th platoon to your command. The convoy will follow the nav beacons, so you may want to take your forces to scout ahead. Need a ride, huh? Moving out! Leon! No mercy!